Guten Tag, ich grüße hier zu diesem Video. Hier möchte ich Ihnen erklären, wie man diese Diffusions- und Osmoseaufgaben löst. Ich werde Ihnen zuerst die Lösung zur Aufgabe 2 hier Schritt für Schritt präsentieren. Danach haben Sie Zeit, die Aufgabe 3 hier selbstständig zu lösen und danach werde ich auch hier die Musterlösung präsentieren. Viel Erfolg! Okay, beginnen wir mal mit der Aufgabe 2, Osmose mit zwei Teilchen hier. Wir haben zuerst den Text oben, da steht vor allem, dass Sie sich nicht abschrecken lassen sollen und dass es hier vor allem um eine Zeichnungsübung geht. Das heißt, diese Aufgabe wird hier Schritt für Schritt gelöst. Was auch noch wichtig ist hier oben, die Information, dass Membrane durchlässig sind für Wasser. Das gilt sowohl in der Biologie als auch hier bei all diesen Übungen und allen zukünftigen Übungen. Auch ist hier wichtig zu merken, dass es nur für Wasser durchlässig ist, die Membrane, und nicht für andere Stoffe. Das wäre bei dieser Übung diese etwas ominöse Farblösung. In der echten Zelle wären das dann Salze oder Zucker oder natürlich auch andere Moleküle. Beginnen mal mit der Übung. Das heißt, wir müssen zuerst eine Membran einzeichnen. Ich mache das einfach, indem ich hier eine schwarze Linie zeichne. Ich zeichne eine schwarze Linie für die Membran. Das könnte auch ein Kreis sein, um eine Zelle zu symbolisieren. Die Linie ist einfach. Ich muss dann nur links und rechts unterscheiden können. Das heißt, zwei Bereiche, die durch eine Membran getrennt sind. Weitere Informationen haben wir, dass hier eine 60-prozentige Farblösung auf der einen Seite sei. Das wäre dann hier, was sagen wir mal, rot. Ich mache das symbolisch 60% pro 10% ein rotes Krügelchen. Das heißt, ich zeichne hier sechs dieser mehr oder weniger runden Kugeln, um 60% zu symbolisieren. Auf der anderen Seite wären es 20%, das heißt zwei dieser roten Kugeln. Nun geschieht ein wichtiger Schritt hier bei dieser Übung. 60%, aber auch 20% ist nicht ein Ganzes. Das heißt, bei all diesen Aufgaben müssen wir hier noch auffüllen auf 100%. Das wären also links 100% minus 60% ist 40% oder hier noch vier Wasserteilchen und auf der anderen Seite wären es sogar acht Wasserteilchen, um hier auf 100% zu kommen. In einer echten Zelle haben wir nicht so hohen Konzentrationen an Farblösungen, sondern diese Salze, Zucker sind meistens im tiefen einstelligen Prozentbereich oder noch kleiner. Wir haben hier im ganzen Körper auch 70% Wasseranteil. Nun kommen wir schon einen Schritt weiter bei dieser Aufgabe, und zwar der Fluss dieser Teilchen. Wir schauen wiederum zuerst diese roten Teilchen an von der Farblösung. Die würden wie alle Teilchen vom Ort der hohen Konzentration, das wäre hier, da haben wir ja selbst eingezeichnet, zum Ort der tiefen Konzentration gehen. Das wäre hier, wo es zwei Teilchen hat. Ich zeichne hier also einen Pfeil ein, aber ich blockiere den hier gleich noch, weil die roten Teilchen, die Farblösung ja nicht durch die Membran hier hindurchgehen kann. Das heißt, die würden von links nach rechts fließen, aber sie können das nicht machen. Umgekehrt ist es beim Wasser. Hier haben wir acht Teilchen, auf dieser Seite nur vier Teilchen. Die würden von rechts nach links fließen. Hier ist es nicht ein würden, sondern die können durch die Membran gehen. Somit wären wir schon bei der letzten Teilaufgabe. Hier haben wir einen Zufluss von Wasser auf der linken Seite, das heißt, das Volumen würde links zunehmen, das würde größer werden. Auf der rechten Seite geht Wasser weg, das heißt, das Volumen würde nach unten gehen. Hier würde Wasser ja dann verschwinden. Ich werde jetzt dann die Aufgabe 3 hier einblenden. Drücken Sie am besten Pause auf dem Video, bis Sie die Aufgabe 3 am besten auf einem Blatt Papier skizziert und gelöst haben. Und danach können Sie weiterfahren mit dem Video, um die Lösung hier zu sehen. Die Aufgabe 3 nun, da haben wir eine Grünlösung und eine Rotlösung und immer noch Wasser. Das muss jetzt aber nicht abschrecken, weil die Aufgabe, die geht genau gleich wie die Aufgabe 2. Wir gehen genau gleich vor. In einer echten Zelle hätten wir nicht nur 2 plus Wasser, sondern Dutzende von kleinen Teilchen. Auch hier muss jede Teilchensorte für sich betrachtet werden. Beginnen wir aber wieder von vorne. Ich zeichne hier wiederum eine Membran ein. Das wäre die erste schwarze Linie von links nach rechts. Beginnen wir nun mit einer neuen Farbe. Das wäre die Grünlösung. Da hätten wir 10% auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite wäre es 40%.
also 1 respektive 4 dieser Krügelchen, dann hätten wir eine Rotlösung, die wäre auf dieser Seite 3, also 30%, und hier wären es, was haben wir, 10%, nur eines. Auch jetzt ist die Aufgabe noch nicht fertig gezeichnet, sondern wir müssen die 100% auf beiden Seiten auffüllen. Das heißt, ich nehme jetzt den blauen Stift, da hätten wir links 1 plus 3 ist 4, das auf 10 aufzufüllen oder 100% würde hier noch 6 dieser Teilchen benötigen. Können wir etwas runterzeichnen hier. Auf der anderen Seite wären es 5, das heißt, hier hätten wir noch 50% Wasser oder 5 dieser Wasserkrügelchen. Gehen wir jetzt ganz konsequent Teilchen für Teilchen durch. Das heißt, die Teilchen schauen nur für sich, nicht wie viele von den anderen es schon hat. Das heißt, wenn wir den Fluss der grünen Teilchen betrachten möchten, schauen wir nur die grünen Teilchen an. Da haben wir eines links, da haben wir rechts 4. Das heißt, viel größere Konzentration rechts, die würden von rechts nach links fließen, würde, weil die Farbe ja nicht durch die Membran hindurchgehen kann. Gleich geht es beim roten, einfach umgekehrt, haben wir links 3, rechts 1. Geht vom Ort, wo es viel hat, zum Ort, wo es wenig hat, allerdings hier auch nur hypothetisch, weil auch Rot geht nicht durch die Membran. Zum Wasser nun, da haben wir links 6 Teilchen und rechts sind es 5 Teilchen. Wie ist die Konzentration? Ist hier nicht so unterschiedlich. Dennoch hat es links mehr wie rechts, das heißt, der Fluss geht hier von links nach rechts und Wasser kann nun tatsächlich durch die Membran hier hindurchgehen. Das heißt, hier hätten wir eine Zunahme vom Volumen auf der rechten Seite und auf der linken Seite fließt das Wasser ja weg, da wäre es eine Abnahme vom Volumen.